Good day. Guten Tag, ich bin Kerim Sattar, internationaler Make-up-Artist für Dr. Hauschka. Und das ist Angelika. In diesem Tutorial zeige ich Ihnen, wie man einen glamourösen Look mit einem natürlichen Finish kreiert. Hell und dunkel, warm und kalt, schimmernd und matt. Kontraste lassen die Augen in besonderer Weise strahlen. Sie ziehen die Blicke auf sich und verstärken den Ausdruck der eigenen Identität. Dr. Hauschka Eyeshadows bieten Ihnen inspirierende Möglichkeiten. Angelika, wenn du abends ausgehst, wie viele unterschiedliche Lidschatten trägst du normalerweise? Um ehrlich zu sein, nur einen. Das ist super, denn in diesem Tutorial wirst du lernen, wie man ein Eyeshadow-Trio verwendet. Ich kann's kaum erwarten. Angelikas Gesicht wurde bereits vorbereitet mit Dr. Hauschka Foundation, Concealer und Loose Powder. Ich beginne jetzt mit dem Auftragen eines wunderschönen Augen-Make-ups und verwende hierfür den Eye Definer in der Farbe Schwarz. Zuerst am unteren Wimpernrand. Einfach so. Ungefähr bis zur Hälfte. Schließ die Augen. Tragen Sie ihn jetzt am oberen Wimpernrand auf und nehmen den integrierten Applikator und verblenden Sie die Linie ganz sanft in Richtung innerer Augenwinkel. Als nächstes verwende ich den ersten Farbton unseres Eyeshadow Trio 03 Ametrin, den hellsten Ton. Ich nehme ihn mit dem Eyeshadow Blender Brush auf und verteile ihn auf dem gesamten beweglichen Lid, hoch zur Braue. Die Komposition mit Mineralpigmenten und Heilpflanzenauszügen, insbesondere aus Schwarztee sowie Seide, pflegt die zarte Haut der Augenumgebung. Um dem Look etwas mehr Tiefe und Kontur zu verleihen, verwenden Sie jetzt den dunkelsten Ton unseres Eyeshadow-Trios. Bringen Sie ein wenig davon auf die Spitze des Eye Definer Brush auf, klopfen Sie den Überschuss ab und tragen Sie ihn am äußeren Augenwinkel in Richtung Lidfalte auf. Tun Sie dies mit leichtem Druck und verblenden dann die Farbe sorgfältig in Richtung innerer Augenwinkel. Sie nach oben. Denselben Ton verwende ich auch unter den Augen. Um beide Farbtöne miteinander zu verbinden, nehme ich den mittleren Ton und trage ihn direkt auf die Mitte des Augenlids auf, sodass alle Farbtöne perfekt ineinander fließen. Nun beginne ich mit dem Auftragen des Mascara 03 Plum, eines unserer Volumen-Mascaras. Tragen Sie großzügig zwei Schichten auf die oberen und unteren Wimpern auf. Um jede einzelne Wimper zu umhüllen, sollten Sie von oben nach unten und von unten nach oben tuschen. Um deinen schönen Augen die letzten Highlights zu geben, verwende ich nun noch einige meiner Lieblingsprodukte. Zuerst vergrößere ich deine Augen optisch mit dem Eye Definer 00 Nude auf dem unteren inneren Lidrand. Nun trage ich unser Brow & Lash Gel auf, um die Augenbrauen in Form zu bringen. Ich bürste sie nach oben und definiere eine Linie. Um deinen Wangen etwas Farbe zu geben, verwende ich nun unser Blush Duo 02 Dewy Peach. Sie können beide Töne zusammen oder auch einzeln verwenden. Klopfen Sie den Überschuss ab und bewegen Sie den Pinsel kreisförmig nach innen, auf dem höchsten Punkt des Wangenknochens. Für ein frisches Finish tragen Sie eine kleine Menge des Lipgloss Blackberry auf die Spitze des Lipliners Mahogany auf und verteilen die Mischung auf Ihren Lippen.
Was für eine schöne Farbkombination. Was meinst du, Angelika? Sieht toll aus und fühlt sich auch wirklich gut an. Vielen Dank. Und stehen tun sie dir auch gut. Danke. Natürlich oder glamourös? Seien Sie natürlich glamourös mit Dr. Hauschka Make-up.